Willkommen zum ersten Jahreskarten-Event seit dem bekannten C. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Vlog vom Jahreskarten-Event hier im Disneyland Paris. Ich bin unterwegs mit der Nina. Hallo. Und wir laufen jetzt Richtung Disneyland Park. Wir sind schon festlich angekleidet. Wir haben schon eben gesagt, wir sehen aus, als wenn wir gleich auf einen Rave gehen. Also, ich glaube, wie eben hat Nina gesagt, also diese Farbe heißt Oil Fleek. Oil Slick. Slick. Also wie eine Ölpfütze, sieht man eigentlich aus. Ich glaube, die Branche boomt jetzt dank Disneyland Paris. Zurück zum Jahreskarten-Event. Das Event geht los um 8:45, dann werden wir alle in den Park gelassen. Das Programm kam tatsächlich heute relativ spät, erst um 12 Uhr. Normalerweise wird das Programm ein paar Tage vorher veröffentlicht. Und wir haben jetzt 7:15. Wir setzen uns jetzt auch schon zum Eingang, damit wir relativ früh dann auch in den Park können. Mal gucken, wie busy es jetzt schon ist. Ich habe meine Sitzkissen dabei, damit wir uns gemütlich auf den Boden setzen können. Und werden dann da bis 8:45 gemütlich sitzen, was essen. Sandwiches haben wir dabei. Mickey Sandwiches zeige ich euch gleich auch noch. Und ja, wir sind sehr gespannt. Wir werden uns heute auf die Shows auf jeden Fall fokussieren. Vielleicht den einen oder anderen Charakter treffen, aber das ist schon wieder so nach dem Motto. Also die Schlangen werden super lang und wenn die Schlange voll ist, dann ist sie zu. Und eigentlich macht es gar keinen Sinn, sich bei den Charakteren anzustellen, weil wenn, dann schafft man eins oder zwei. Wir werden aber auf jeden Fall eine Runde durch den Park drehen, um euch zu zeigen, was für Charaktere es gab. Und es ist auch so, dass gesagt wurde, ab 9:30 bis 1:15 gibt es Charaktere an den Locations. Aber man weiß nicht genau, wann die Charaktere da sind. Das ist ein bisschen wie russisch Roulette. Also wir sind gespannt auf den Abend und ich nehme euch mit, werde die Shows aufnehmen. Werde die Shows auch tatsächlich schon vorher einzeln hochladen. Also der Vlog kommt tatsächlich morgen online und die Shows sind wahrscheinlich dann schon online. Also guckt euch die gerne schon mal an. Jetzt bin ich schon aus der Puste. Ach, dieser Weg vom Parkplatz. Ja, runter, ja. Ja, wir gehen jetzt uns ein Plätzchen suchen und dann melde ich mich von der Warteschlange. Ja, Nina war so nett und hat uns was zu snacken besorgt. Beim Market House Deli gibt es jetzt hier dieses Mickey Sandwich für 9 Euro. Es ist Laugenbrötchen mit Käse und Schinken, aber ich muss den Käse leider gleich runter machen. Ich esse keinen Scheibenkäse, kriegt gleich die Nina. Und gibt es bei Market House Deli zum 30. Geburtstag. Und die Box ist auch richtig schick, schaut mal. Hat Disneyland sich nicht lumpen lassen. Ja, es geht los. Wir haben 8:45 und sind relativ weit vorne. Die Schlange geht tatsächlich bis hinten zu World of Disney. Da stehen die Leute an, also wirklich krass. Wir waren früh genug da und jetzt geht's in den Park. So, los geht's. Erstmal Richtung Schloss, denn da gibt's die Eröffnungsshow. Wie sie heißt, müsste ich mal gleich nachschauen. Ja, Mini, Pluto, alle sind sie hier und begrüßen uns. Hi Daisy, you look awesome! Beautiful! Woo! Mini! Always number one. Love you. Hey. Toujours toi? Ouais? Ouais. Donald. Donald. Donald! No one! Donald! 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 Daisy!
Daisy, 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 Daisy. So, ich melde mich jetzt auch mal zu Wort. Wir haben Follow the Light geguckt. Es war so eine Projektionsshow am Schloss und Mickey hat kurz eine französische Ansage gemacht. Ich habe nichts verstanden. Und dann haben wir Dream and Shine Brighter bei Nacht geguckt. War wirklich schön anzusehen, muss ich sagen. Und jetzt warten wir, kannst du mal gucken, wie heißt die Show? C'est Magique. C'est Magique im Videopolis. Läuft viermal heute. Und wir gucken uns jetzt die zweite Show an. Es läuft schon einmal um 10, jetzt um 11. Charaktere lassen wir aus. Das ist so unglaublich voll. Also da können wir glaube ich vergessen. Ja. Es gibt aber wohl Baymax, haben wir gesehen. Mushu. Frina ist sehr traurig über Baymax. Ja. Wir gucken mal gleich bei Twitter. Vielleicht machen wir gleich so eine Runde, was es noch so gibt. Und ja. Lass uns überraschen. Oh, oh, salut, Digga. Mais c'est bon. Leurs chansons résonnent dans le matin clair. Car dans l'Ouest, la vie est assez simple. Sous le ciel du pays des cactus verts. Oh, you be a head. Oh, 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 oh. Sous-titrage Société Radio-Canada.
me ressembler. Si tu veux être un swinger de la jungle, c'est aussi simple que respirer. Surveille de très près, oh, ce que je fais pour devenir un singe parfait. Oh, ouh, je veux être comme vous. Je veux tout faire comme vous. Parlez comme vous. Un type comme vous. Et même moi aussi. Je veux faire un. Das Ausschnitte von der Seel, ne, wie heißt sie? Seel Magique Show gesehen. Die lief von 92 bis 94 hier im Disneyland Paris. Und ich kenne tatsächlich die Musik, weil ich ja immer ED92 Radio höre. Und da läuft immer die Musik. Ja, wir gehen jetzt zur Castle Stage, heißt die nächste Show. Wie die heißt, weiß ich gerade nicht. Es ist auf jeden Fall sehr chaotisch. Es ist super viel los. Am Anfang war es schon chaotisch. Für die erste Show, dann für die zweite, Dream and Shine Brighter. Da haben wir uns ein Plätzchen vor der Bühne gesichert, dann wurden wir da weggeschmissen. Und ja, es ist, die Castmember haben mir echt viel zu tun, diese Menschenmassen zu koordinieren. Jetzt auch eben, als wir beim Videopilz anstanden, auf einmal ging es auf und die Menschen waren jeder Seite reingerannt. Da war der eine Castmember ist dann hinterhergerannt und hat sie dann wieder rausgeschickt, also sehr löblich. Aber sehr chaotisch hier. Aber das kennen wir. Ja, Charaktere. Angel haben wir gesehen, Mushu, Baymax und dieser Freund von Baymax, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Den haben wir noch gesehen. Donald, Mickey, alle in ihrem 30er-Jahre-Kostüm könnt ihr hier treffen. Aber wir konzentrieren uns erstmal auf die Shows. Mal gucken. Ich glaube nicht, dass wir noch heute einen Charakter treffen werden. Joyeux anniversaire, Aurore! Alles Gute zum Geburtstag, Aurora! Happy 16th birthday, Aurora! Isn't she just beautiful, girls? Dio mio, guarda le macchie che ride! Bellissima, una merda! Thank you.
Ja, wir laufen jetzt hier eine Runde durch den Park und hier könnt ihr Megan treffen von Herkules. Schauen wir, ob wir einen Blick auf sie werfen können. Da seht ihr sie. Hier bei der Old Mill könnt ihr Robin Hood treffen. Ist auch ein sehr seltener Charakter tatsächlich. Da freut sich auch jemand. Also bei dem Fotospot muss ich leider sehr weinen. Das Biest. Oh. Da, den würde ich auch gerne umarmen. Die Show am Schloss hieß Le Livre de Magique. Le Livre Magique de Mickey. Le Livre Magique de Mickey. Das Zauberbuch von, das Märchenbuch von Mickey. Wann die Show lief, weiß ich auch nicht, aber Daniel hat mir mal erzählt, früher war da auch ein großes Märchenbuch aufgestellt auf der Castle Stage. Und früher war tatsächlich sehr, sehr viel deutscher Anteil dabei. Das haben sie 1992 bis 1997. Also 92 bis 97. Danke, Google Nina, für diese Info. Ja, also sehr viel deutscher Anteil war früher dabei. War mir gar nicht so bewusst gewesen, warum sie das auch abgeschafft haben. Ja, wir drehen jetzt hier unsere Runden. Gucken mal. Wir haben eben das Biest gesehen. Den hätte ich schon gern geknuddelt, aber haben gefragt, über eine Stunde Wartezeit und er wechselt auch mit Belle ab. Das heißt, man kann Pech haben und Band Belle antreffen. Naja, es muss mal wieder Run Disney stattfinden. Da habe ich das Biest und Belle zusammen getroffen. Ansonsten, ja, schauen wir mal, wen wir noch so sehen, aber bei so Events muss man sich leider entscheiden. Charaktere oder Shows, oder man muss ein paar Shows auslassen und stellt sich bei Charakteren an. Oder man hat eine grüne Karte, die wir nicht haben. Da kommt man natürlich schneller zu den Charakteren dran. Ja, aber hier ist echt nichts los, gerade im Adventureland. Keine Menschenseele, tut auch mal gut. Also es ist, bei den Shows ist es richtig voll. Naja, also wir haben noch eine Show vor uns. Nina möchte noch was zu trinken holen, die hätte mich hier trinken vergessen. Und ja, die letzte Show ist um 12:45. Und ich denke mal, dann werden wir auch langsam dann rausgehen Richtung Auto. Ging sau schnell vorbei, der Abend, muss ich sagen. Wir sind im Frontierland angekommen und hier habt ihr Horace. Wechselt sich ab mit Clarabelle. Und wenn ihr ein Attraktionsmensch seid und auf wenig Wartezeiten hofft, sind so Events tatsächlich eine gute Möglichkeit, viele Attraktionen zu schaffen. Denn ja, alle Attraktionen haben natürlich auch geöffnet und wir laufen jetzt gerade beim Big Thunder Mountain vorbei und schauen mal, was die Wartezeiten sagen. Jetzt kommt da bestimmt eine Stunde. Das ist meine ganze Theorie hinfällig. Das Lied läuft schon wieder. Ich muss reden, weil das Lied mag YouTube. Naja, ich habe recht. 5 Minuten Wartezeit bei Big Thunder Mountain. Ja, man darf sich ja auch tatsächlich verkleiden zu so Events. Und ich will jetzt nicht ganz drauf halten, aber rechts seht ihr eine männliche Cinderella, ihren Prinzen. Und ja, die zwei sollen Mickey und Minnie da. Also Mickey und Minnie sind super, die Kostüme von den zwei. Aber also die männliche Cinderella finde ich schon sehr skurril. Aber ja, jedem das Seine, aber sie haben sich auf jeden Fall Mühe gegeben. The Disney culture, French culture, the Magic Kingdom as a park, because it's Disney. Bonjour à tous! Hey, you there, it's good to see you. Complètement fou! Trop fait!
und standesgemäß verabschieden uns Mickey und Minnie heute Abend noch. Tschüss, bis morgen früh, wird eine sehr kurze Nacht. Ja, wir sind jetzt schon draußen aus dem Park, haben uns bei Mickey und Minnie verabschiedet. Und mein Highlight war tatsächlich die letzte Show, die wir gesehen haben. Ein Zusammenschnitt von den letzten 30 Jahren von Shows und auch Projektion am Schloss. So wie das Schloss zu den gewissen Geburtstagen aussah, zum 5., zum 15., zum 20. etc. etc. Also das war wirklich mein Highlight. Wir standen wirklich gut. Die Charaktere haben wie ähnlich wie bei Dream and Shine Brighter die Bühnen die ganze Zeit gewechselt. Das heißt, wir haben jeden Charakter mal gesehen. Richtig schön. Princess and Pirates Part, Dreams Part. Also ein krönender Abschluss für den Abend. Aber ja, so ein Jahreskarten-Event ist halt immer voll stressig und man muss sich wirklich entscheiden, was man machen möchte. Wir haben eben jemanden getroffen und ihr Mann hat 2,5 Stunden für Baymax angestanden. Also Brina, 2,5 Stunden hätte so warten müssen. Aber ich weiß, für dich wäre es wert gewesen. Die haben sich ja aufgeteilt und alle wollten halt Baymax treffen, aber nicht diesen anderen. Ich weiß gar nicht, wie der heißt aus dem Film. Dieser Junge halt. Irgendwas mit H. Ich hab Baymax noch nie gesehen, muss ich sagen. Meine Hand wechseln. Also 2,5 Stunden für Baymax. Ja, bei Beauty and the Beast hätten wir auch locker über 1 Stunde angestanden. Man muss bei so Events sich wirklich entscheiden, was man machen will. Shows oder Charaktere. Oder man macht einen Charakter und lässt dafür 1 Show weg. Man muss sich leider für irgendwas entscheiden. Attraktion auch super, weil wenig Wartezeit. Ja, es ist jetzt 2 Uhr. Wir fahren jetzt Richtung Hotel und morgen geht es wieder natürlich in die Parks. Und ja, das war der Einblick hier zum Jahreskarten-Event. Das Ticket hatte 50 Euro gekostet, zusätzlich zur Jahreskarte, die man besitzen muss. Ja, was sagst du als Fazit? War ja dein erstes Event, ne? Ich bin sehr begeistert, ja. Sehr begeistert? Ja. Doch so positiv sehr gestimmt. Sehr in die Kindheit zurückversetzt, ja. Ja, Nina hatte sehr viele Songs, die sie schon als Kind hier immer gehört hat. Sehr nostalgisch. War sehr nostalgisch. Ich kenne die Songs ja tatsächlich nur von, ein Licht hier halten, von ED92 Radio. Da höre ich die Songs immer. Aber kam mir schon mal bekannt vor. Ja, das war's dann von uns heute. Morgen geht's in aller Frische wieder raus. Augenringe müssen mit Make-up und Concealer abgedeckt werden. Ich hoffe, der Einblick zum Jahreskarten-Event hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!